Willkommen zu einer neuen Folge vom Farming Simulator. Ja, es regnet noch ein bisschen, aber es hat etwas aufgehört. Ich habe aber was vorgespult, sodass wir heute endlich dreschen können. So, hier sehen wir den Case, den wir in der letzten Folge gekauft haben. Der dient uns heute als Abfahrer. Ich würde sagen, wir starten. Da es aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen würde, würde ich sagen, mache ich das im Zeitraffer, oder? Muss ich mal gucken. Genau, das erste zusammen machen. Ja, oder ich würde sagen, ich mach's so. Ich hatte jetzt in den letzten Folgen oft einen Zeitraffer. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier gemeinsam. Und was ich nicht schaffe, das mache ich offscreen. So. Das Spiel ruckelt ein bisschen. Oder eigentlich ziemlich. So. Wir werden hier die Gerste übrigens verkaufen. Dann lasse ich mal kurz einen Helfer drauf. Ja, wir haben echt gut gedroschen. Das da hinten, das kommt noch von der letzten Ernte. Da habe ich mir überlegt, wir könnten Raps, glaube ich, drauf sehen, weil Raps, Fruchtsäfte, die es in sich haben. So. Ich meine, das Recht dürfte Raps sein. Huch. Ja, dafür gibt es gute Preise. Ja, Abgrund 1400 zum Beispiel bei West Hill Grain Mill. Ja, ich würde sagen, wir machen das nächstes Raps. Dann soll der Helfer gerade hier mal weitermachen. Letzter Zeit ruckelt es hier mehr. Aber ziemlich oft. Ein bisschen lauter machen. Lala, nicht in die Frucht. Nicht in die Frucht fahren. Ich habe mir überlegt, was auch eigentlich cool wäre, was hier geben müsste, wäre so ein Wetterbericht, oder? Wo man dann sieht, wann es regnet. Wenn es dann aufhört zu regnen. Das finde ich schon cool. Ach ja, ich habe übrigens, da habe ich ein kleines Video dazu gemacht. Das muss ich euch mal einblenden. Ich habe hier einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt. Ja, so sehen die Sonnenaufgänge im Farming Simulator 20 aus. Jetzt gucke ich mal kurz nach, was Raps ist. Das ist okay. Das ist Raps. Dann fahren wir den zurück. So. Also mein Plan ist, dass wir das Getreide verkaufen. Bis wir genügend Geld haben für einen Düngestreuer. Dazu kommen natürlich noch die Kosten für Dünger. Die müssen wir auch noch mit einberechnen. Aber ich denke, das wird eine coole Investition. Das ist natürlich auch was wir hier auf der Farm noch nicht gemacht haben. So, wir haben natürlich immer eine Abwechslung, ne? Ja, gerade sind wieder die Zeiten angebrochen, wo wir Peter Zwegert bräuchten. Kommt in seiner S-Klasse so angefahren.
Brauchen Sie das wirklich? Denken Sie doch mal nach. Brauchen Sie das denn? Was sagt er immer? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. So. Wenn der jetzt gewendet hat. Lala, heute ruckelt's aber wirklich ordentlich. Was macht er da? Ach so. Wenn der gewendet hat, würde ich sagen, übernehme ich wieder. Der wendet wieder mit legendären 3 km/h. So, und dann mache ich die Reihen. Stopp, stopp, stopp. Ich will mir das mal von oben anschauen. So, vielleicht haben wir noch einen besseren Überblick und wir haben in der Ansicht sowieso noch nicht gedroschen. So. Mir ist in der letzten Folge sehr oft der Fehler passiert, dass ich zu unserem neuen Trecker, dass ich zu dem Drescher gesagt habe. Und mir ist aufgefallen, also erstmal ist mir schon aufgefallen, ich habe vergessen, es zu korrigieren. So. Das zweite Mal, oder das dritte Mal, hatte ich ja, glaube ich, gesagt, jetzt sage ich zum zweiten Mal Drescher zu dem Trecker. Dabei war es das dritte Mal. Das heißt, insgesamt habe ich 4-mal, glaube ich, oder 5-mal habe ich den Trecker als Drescher bezeichnet. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir, ach Mann, es ärgert mich immer noch, dass wir letzte Folge nicht ernten konnten. So, jetzt darf der wieder wenden. Und dann werde ich wieder ernten. So teilen der Helfer und ich uns die Arbeit. Dann mache ich auch ein bisschen selbst was. Später, wenn wir einen Düngenstreuer haben, das werde ich auch selbst machen. Die Arbeitsbreite ist da groß genug. Das zeige ich euch mal. Wo haben wir denn Düngenstreuer hier? Der wird's nicht. 24 Meter. Der wird es. Ja. Das ist klar. Nein. Keine In-App-Käufe. Jetzt nicht, dass ihr euch wundert, warum hat er auf einmal eine Million auf dem Konto. Nee, ich verzichte in diesem Gameplay bewusst. In dieser Gameplay-Serie verzichte ich bewusst auf In-App-Käufe. Ich will alles hier erspielen. Akrona ist, glaube ich, auch neu, ne? Im Alice, ne? Genau, der hier, das wird unser neuer Düngestreuer, wenn wir genug Geld haben. Ja, der wird's nicht. Ist ein bisschen zu teuer. Der passt eher auf eine XXL-Farm. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine. Aber erstmal verzichte ich drauf. So. Hier die LKWs würden mich auch reizen, ne? Dann noch eine schöne. Ach. Seht ihr, vor lauter Plauderlaune
Dreschen verpasst. So. Ja, schön idyllisch, ne? Ich glaube, man merkt es auch, es stockert ziemlich. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal durch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann schreibt mir einen Kommentar. Das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.